Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns im Final Dungeon noch ein bisschen umgesehen, sind bis hierhin erst gekommen. Mein Gott, ist noch so viel hier zum Erkunden durch. Und ja, wir haben noch gegen diesen optionalen Boss bekämpfen und haben für Lafisset einen neuen Seelenbrecher und eine neue Mystikart bekommen. Indignation. Habe ich natürlich noch ausgehört, habe ich auch nicht versucht irgendwie einzusetzen, aber so von den Text her scheint halt nicht so schwer hier einzusetzen zu sein. Man muss einfach nur eine Combo machen, während man Seelenverzerrung aktiviert hat. Hatte ich nicht so schlecht finde, das heißt, die sehen wir wenigstens. Cool, ne? Und ja, wie man sieht, ich habe modemäßig hier ein paar Sachen gemacht, weil das Dungeon kann noch ein bisschen lang werden, also ja, muss ich ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, ne? Wie angekündigt, ich habe bis Level 80 trainiert, hat jetzt nicht so lange gedauert, wie ich mir vorgestellt habe. Dementsprechend habe ich für jeden Charakter den Level 80 Titel bekommen. Ist das der? Ja. Und ja, das ist für jeden Charakter der erste Titel natürlich. Und geben eigentlich nicht so schlechte Bonusse, aber ich bin natürlich mehr so mit Dings hier am Start, Waffenmeister, damit wir mehr Erfahrungspunkte kriegen. Mit unseren ganzen Sachen, die ich alle von Monstern ja bekommen habe, im Final Dungeon. Und ja, dazu komme ich aber gleich noch. Was habe ich noch für Titel? Ich habe mit Roku zwei Titel. Einmal Lahmleger für 2500 Betäubungen. Hier Profi-Plünderer für 700 Beuteobjekte. Ja, war auch irgendwann. Obwohl, ich soll vielleicht die Sachen hier ausrüsten, wenn wir wieder neue Gegner treffen, ne? So, Magilu hat einen Titel bekommen, und zwar Tricks der Stern für 2000 Statuserkrankungen. Okay, gut, ne? Ich mal ganz kurz gucken. Ja, auch schon am Maximum Dingen, genau. So, Eleanor hat zwei Titel bekommen, auch. Ne, das wäre auch anders. Kombo-Künstlerin, 40 Kombos mit 40, ja, mit Kombos getöteten Gegnern, genau. Weiß man nicht genau, was hier das noch mal bedeutet, aber okay, ich tue eigentlich jedes Mal mit einer Combo irgendwie jemanden erledigen. Dann umwerfende Schönheit für 2500 besiegte Gegner. So, und Lafisset, der hat ordentlich zugelegt, der hat ganze vier Titel bekommen. Einmal Lahmleger, hier für 2500 Betäubungen. Ich habe ihn übrigens offscreen ein bisschen gespielt, weil er kam bei mir irgendwie ein bisschen zu kurz, habe ich so ein Gefühl gehabt. So, 2500 verborgene Art, da habe ich Papierverzauberer bekommen, ja. Ja, ich habe 2500 und jetzt hat er schon 3894, das ist schon ganz schön viel. Dann umwerfender Junge, bei 2500 erledigten Gegnern, den Titel habe ich noch vor Velvet, glaube ich. Was ein bisschen sehr komisch ist. Und ultimativer Magier, 250 Mystic Arts benutzt. Ich habe übrigens auch seine... Ist da unten, oder? Ja. Ja, ich habe übrigens auch seine zweite Mystic Art jetzt gesehen. Werde ich vielleicht irgendwann mal so noch reinreichen. Irgendwann werden wir die sowieso mal sehen, ne? Keine Ahnung, er tut einfach so in seinen zwei Händen hier einmal Licht und einmal Dunkelheit in der Hand halten und dann zusammenpacken, kommt so ein Yin und Yang Zeichen und hat alles dann weg. Irgendwie sowas. So, aber Indignation, das werden wir irgendwann mal hier sehen, wenn sich die Zeit ergibt. So, von den Monstern habe ich die ganzen Sachen hier bekommen. Hier Mammutsbutt, Ohrring, das glaube ich neu. Überlebensgewalt, Reflexweste, Strahlen, Lanze, Pegasusflügel, Drachenbiss. Besänftiges Monster, Messer, mein Gott. Brillante Antroring, Pluto-Tasche und so weiter und so fort. Also ich habe hier von den Gegnern, die wir hier alle erledigt haben, was hat überhaupt hier von dem, was ich auch gemacht habe. Ach ja, und ich habe den Laden-Level auf Level 15 gemacht, was anscheinend der Maximum-Level für den Laden ist. Dafür habe ich bekommen ein Azerites Souverän. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Deswegen gucken wir mal nach. Wenn ich hier Azerites Souverän. Zeig mal. Habe ich irgendwas hier mit Dingen zu tun? Hier. Je mehr Exemplare eines Objekts du besitzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieses unter zufällige Fähigkeit einen Aufwertungsbonus erhält. Okay. Je mehr du davon besitzt, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit, nur effektiv, wenn
von einem Gegner erbeutet wird. Ich kann also meine Sachen verdoppeln oder was? Keine Ahnung. Für mich uninteressant, ich tue nicht zerlegen oder aufwerten. Also dann habe ich noch eine Katztruhe von diesen Level 4 Inseln geöffnet, da war nichts drin und damit sind wir, glaube ich, fertig. Ja gut, das ist alles, was ich deswegen gemacht habe. So, das Problem ist, warum? Okay, mein Aufnahmeprogramm war irgendwie komisch gerade. Nee, da lang muss ich. Ich habe gerade geguckt, da das Dingen hier, das rechte Teil oder untere Teil eher, haben wir noch nicht irgendwie betreten. Also gehen wir mal da rein. Das Problem ist, ich habe noch nicht getestet, ob ich jetzt stark genug bin für diese Gegner. Also ich habe jetzt nicht geguckt, ja, kriege ich jetzt hier noch auf die Fresse mit Level 80. Also ja, da hätte ich vielleicht machen sollen, aber ich denke mal, wird reichen, ne? Welche machen wir, wie am letzten Mal, laufen einfach nur durch die Gegend und gucken, ob ich hier irgendwie durchkomme und so. Und da ist der Geobot-Teil. So, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass... Okay. Stand irgendwie jetzt nicht X drücken oder irgendwie so was. Einfach nur Fragezeichen, aber okay. Hat's auf jeden Fall gebracht. So, wir haben in der letzten Folge so einen komischen Boss bekämpft, von dem wir Indignation und den neuen Seelenbrecher bekommen haben für Lafayette. Und allein deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass jeder Charakter, dass für jeden Charakter hier irgendwie so ein Boss rumwandert. Dass wir für jeden Charakter irgendwie einen neuen Seelenbrecher oder eine erweiterte Version von einem Seelenbrecher bekommen werden. Oh Gott, nee, da gehe ich nicht hin. Das ist anscheinend nichts. Also ja, das wird wahrscheinlich unser Ziel sein für die nächsten Parts. Den Boss haben wir ja geschafft, also da waren wir 10 Level schwächer, also werden wir halt ja jetzt erst recht schaffen, ne? Vielleicht ein bisschen schneller und so. Da war ich, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Das grüne Ding zeigt mir nicht, wo ich hinkomme. Das andere aber auch nicht. Keine Ahnung. Ich gehe mal da lang. Das hat der Weg, den wir gerade geöffnet haben. Oh, das hat Geobot-Teil. Okay, dann gehen wir da lang. So viel dazu. So, ja, die nächsten Parts werden wahrscheinlich ein bisschen actionreicher hier. Ich sehe 5 Bosse mal, ich nehme jetzt mal an, dass für jeden Charakter hier sowas gibt, wäre ein bisschen unverwendet, nur Lafayette irgendwie, oh mein Thumbnail, so. Wäre ein bisschen unverwendet, jetzt irgendwie nur Lafayette hier eine neue Sache bekommt. Ich meine, das ist jetzt für jeden Charakter der Fall, ne? Ist immer noch besser, als wenn man irgendwie neue Mystic Arts freischaltet, nachdem man das Spiel durchgespielt hat. Wie in Tales of Symphonia oder Tales of the Abyss oder irgendwie sowas. Fand ich ja richtig dämlich. Was ist das? Oh Gott, war das eine gute Idee? Oh ja, vielleicht. Ist ja nicht direkt so ein Boss hier? Nee. So eine Kugel, die ich hier, die ich irgendwo reinpacken muss. So, wir haben jetzt den Besen. Das heißt, hier geht es ein bisschen schneller. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, in Tales of the Abyss und Tales of Symphonia war es so, wenn man irgendwie das Spiel durchgespielt hat, dann hat man erst irgendwie so, weiß nicht, neue Mystic Arts und so freigeschaltet, was ich richtig dämlich finde. Und am besten war ja noch, dass man in Tales of the Abyss die stärksten Waffen erst hier einsetzen konnte. Also nicht einsetzen konnte, aber die wurden erst stärker, nachdem man den stärksten optionalen Boss irgendwie erledigt hat. Das fand ich richtig dämlich. Ja, geil, ich habe den stärksten Gegner im Spiel erledigt. So. Jetzt kriege ich voll überpowerten Waffen. Okay, ich kann die gegen nichts mehr einsetzen. Ich meine, so weiß ich nicht. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Für was sollst du irgendwie die stärksten Waffen irgendwie benutzen, wenn nichts mehr übrig ist zum Erledigen? Und warte mal, bodenlose Inoff-Flasche. Hey, wir können uns jetzt unendlich mal teleportieren, geil. Da ich das Ladenlevel jetzt nicht mehr erhöhen muss, brauche ich sowieso kein Geld mehr, ne? Und hier ist ein neuer Speicherpunkt. Ist ja jetzt ein Ort, der jetzt genauso gleich aussieht, oder? Nee. Wie? Ach so, da. So, da, von da kam man, genau. Boah, wird kompliziert sein, ja. Sind ihr Garten, ja. Weil die alles gleich aussieht, ja. Man ist wahrscheinlich beabsichtigt, das hat letzte Dungeon, ist ja klar, da irgendwie
sehr schwierig und langatmig hier sein wird, aber bin sowieso nicht so ein Fan irgendwie. Ich bin so eine Person, die immer den letzten Kampf oder letzte Dungeon irgendwie hier so bis zum letzten Moment hier so vor sich her schiebt, weil ich mal weiß, oh, das wird so lange dauern. Erst recht hier so bei Final Fantasy und also was. Ich dann immer weiß hier Final Fantasy 6 hier Kefkas Turm, ey. Ich weiß immer, dass ich nie Bock darauf hatte, den zu machen, weil der einfach so ewig lange dauert. So. Oh, jetzt wo ich das, oh, ich bin auch blöd, ne? Jetzt wo ich das Geobot hier habe, jetzt kann ich ja einige Orte hier betreten. Hm, jetzt kann ich so über einige Sachen rüberspringen, oder? So wie hier zum Beispiel. Boah. Das heißt, wir sollten vielleicht zu dem ersten Ding jetzt zurückkehren, ja? Zum Anfang des Dungeons, damit ich auch ja nichts übersehe. Da ist eine goldene Truhe. Da drückt jetzt der erste Golem auf. Nein, verdammt. Goldrosenschärfe, die habe ich doch, glaube ich, schon. Ich drücke die ganze Zeit Dreieck, um mein Menü aufzurufen. Nein. Das ist irgendwie, weil ich Final Fantasy 12 die ganze Zeit auf Screen spiele und ja. Jedes Mal, wenn ich die Karte aufrufen will, drücke ich anstatt 4 hier dieses Touchpad, diesen Touchpad-Knopf. Weil das im Final Fantasy 12 der Knopf für die Karte ist. Und ja, wir gehen mal ganz kurz jetzt zurück, damit ich hier von Anfang an ja alles erkunden kann, ja, mit dem Geoboard. Naja, irgendwie hat meine Steuerung hier voll aus dem Ruder gebracht. Jedenfalls, wenn ich hier außerhalb der Kämpfe bin, innerhalb der Kämpfe flutscht das wieder. Im Gegensatz zu dem Spiel muss ich bei Final Fantasy 12 nicht viel drücken, weil man hat so ein Gambit-System, was irgendwie einen automatisch kämpfen lässt. Also ja, wenn man das richtig einstellt, braucht man eigentlich gar nichts mehr machen, außer zu den Gegnern hinlaufen. Das ist ja hier ein bisschen anders. So, wir gehen jetzt mal jeden einzelnen Ort hier ab. Oh Gott. Weil ich nicht weiß, wo hier so ein Geobot-Teil war. Aber ich möchte ja hier nichts verpassen. Kann ich hier so überspringen? Einfach so boink. Nee, nee. Ja, da kann ich nicht überspringen. Ja, auch nicht da, aber ne. Nee, da konnte ich normal schon überspringen, glaube ich. Aber keine Schaden hier noch mal alles kurz abzugehen. Geobot geht das jetzt ein bisschen schneller mit den Geobesen. Ja, sowieso hat Gefühl, ich habe hier einige Orte schon wieder hier vollkommen übersehen. Hier sind zum Beispiel zwei Orte, wo ich hingehen kann. Weil daher renne ich hier durch das halbe Dungeon durch. Merke, oh, hier fehlt irgendwie so ein Teil, irgendwie so eine Kugel oder irgendwie so, da muss ich schon wieder den ganzen Weg zurück. Aber ich dachte lieber jetzt, dann haben wir das hinter uns. Will ich noch mal extra zurückgehen. Macht das Sinn? Ja, ne? Ich bin klug. Gut. Wir haben noch keinen einzigen Gegner, aber kämpft da mit einem todlangweiliger Part, habe ich so ein Gefühl. Gleich, wenn wir irgendwie den ersten Boss oder so betreten, mache ich dann direkt einen Schnitt. So, ich stelle mich einfach vor den, sag kein Wort und dann auf einmal Schnitt, so ohne Ankündigung irgendwie so was. So, hier sind wir hingegangen, ne? Boah, meine Orientierung, ne? Das ist so furchtbar. Boah. Seid froh, dass ihr nicht ich seid. So, ja, hier waren wir gut. Ich bin so ein Typ, der sich eigentlich hier so, so wie in der Steinzeit der Videospiele irgendwie so eine handgezeichnete Karte irgendwie zeichnen muss. So eine Person bin ich, ja. Gott. Man, gab es ja nicht irgendwo was? Ich meine, irgendwo gab es hier was, wo man nur mit dem Geoboard rüberspringen konnte. Jetzt wäre ich doch nicht auf die Idee gekommen, hier nochmal hier durchzurennen. Da. Da ist nix. Da oben, da sieht's aus. So, da. Ha.
Seht ihr? Ich mache das nicht umsonst. Ich mache das schon mit Grips und so, ne? Ja, ja, ich habe Auswahl. Ich habe die, sagte er und hat irgendwie die Hälfte der Seelen ja jetzt nicht eingesagt. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück wegen denen. Hallo. So, wofür mich das Teil nennen? Wenn ich sowieso nochmal zurückgehen und den anderen Ort hier, den anderen Eingang und so hier abklappern. Oh, das ist so furchtbar. Ist mit so riskant. Oh Gott. Oh Gott. Ja, mal gucken, ob sich mein Training ausgezahlt hat. Ich kämpfe mal hier im Dings in. Na, wurde mir doch gerade gesagt, Überraschungsangriff. Mit zwei Dingern hier, mit nur zwei. FZ, komm mal her. So. Verdammt, klappt gar nicht. Oh, 5 SA, ey. 5 Seelendinger. Verdammt, 5 SA hatte ich, aber ich brauchte 5 Seelen. Am besten irgendwie, wenn ich einen Gegner von hinten erledige oder so. Machen wir dann. Alter. Würde jetzt die Viecher, die fliegen, aber ich kann die meistens nicht treffen. Aber wir scheinen auch nicht auf der Fresse zu kriegen, ja. Das ist auch gut. Da konnte ab oben. So. Ich brauche noch ein Ding. Glaube ich. Jetzt nicht, da wird es sowieso nicht mehr reichen. Ja, super. Wird es nicht mehr reichen. Wenn es wagen. Mädels sehen so gut aus in den Klamotten. Wie jeden Charakter hier so bestimmte Klamotten nur angezogen, anstatt irgendwie so ein Thema einzuhalten. Aber da, 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 da. So, wo ist das? Hier war doch so ein Boss, ne? Wo ist die Geister cool eingesetzt? Okay, hier kommt der nächste Boss. Komm. Hallo, wer bist du denn? Er sieht ohne Witz, der sieht aus wie er von Yu-Gi-Oh! GX hier. Hier wird der Zane mal eingesetzt hat, ein Cyberdrachen. Irgendwie eine Kampfhose gemacht, als ich nicht den gelernt habe. Himmelssoldat, genau. Himmelssoldat, genau, ja, den kenne ich. Nein, natürlich nicht. Weil jetzt nicht so der Name, den ich den gegeben hätte. Okay, Magelo. Okay, sagt gar nicht, was man von den kriegt, ne? So. So, ich bin ausgewichen. Ist hier irgendwo eine Seele? Nö, ne? Und wäre doch geil, wenn ich Indignation einsetze. Warte mal, ich habe eine bekommen. Genau. So, jetzt muss ich eine Combo machen, während den Seelenverzerrer oder wie sie auch immer heißt, Seelenverzerrer heißt echt so. Verdammt, jetzt ist das Dreck, ey. So, da wird nichts in dem Kampf. Ich kann ja mal wieder ein- und auswechseln, dann kriegt er ja eine Seele dazu, ne? Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Eisen, warum bist du hier? Geh weg. Ja. Ja, machen wir dich mit Velvet. Bisschen kaputt. Ja. Ja, oder baut zu, ne? Wo bist du? Er ist auch die ganze Zeit am Abwehren, ist auch klar, ich irgendwie nicht irgendwie dazu kommen, irgendwas zu machen. Hey,
Ja, ich muss eigentlich immer nur ein- und auswechseln, dann kriegt er ja eine Seele dazu. Ne, sieht man jetzt nicht. Vier da. Aber ich ihn einwechsel, dann kriegt er noch eine. So, komm mal her. Komm her. Komm, Indignation. Das ist nicht Indignation. Da ist die zweite Mystikart. Habt ihr auch mal gesehen? Geil, ne? War ich nicht 5 SA? Ich hatte nicht 5 SA, oder? Auswechseln. Magelo. Habe ich gesucht. Ja. Aber schaffen wir. Kein Ding. Ach, Konter. Oh, ich hätte so gerne Indignation gesehen, aber so geil. Au. Hey. Oh nein, das war Dings. Mit Ruinen, ja. Wie immer der heißt. Danke. Weil die Tales mit Symphonia. Irgendwie verdammter Dreck. Eisen, machst du überhaupt was? Das ist wieder die Abwehr von Lene, die uns hier zu schaffen macht. So, irgendjemand mal, wer wird wieder beleben, bitte? Ich meine, ich könnte auch Items und also was einsetzen, aber irgendwie denkt jeder daran. Komm, Feuer, Feuer, Feuer! Ich habe nicht Indignation gesehen, jetzt bin ich angepisst, Mann. Oh Gott, der ist gleich tot. Ich frag hier nicht jemand im letzten Moment. Sehr gut. Boah. Tyrannenfest und Giftschlag. Brillant. Mit drei oder mehr sehen R2 während Drachensprung gedrückt halten, um Tyrannenfest zu aktivieren. Fest ein Angriff mit der überragenden Wucht eines Drachen. Der Zug stellt zwar keiner KP, aber dafür eine Großmenge SA wieder. Ja, cool. Bitte sagt mir, er hat die gleiche Voraussetzung für Dings hier, für seine dritte Mistgard. Wie geil hat wir die bekommen. Boah. Können sie anlassen. Hat sie noch was hier haben? Ja. Zwei Sachen. So, während des Tyrannenfests L2 gedrückt halten, braucht 5 SA, das ist doch schon wieder machbarer. Böses Eisen ist derjenige, der am höchsten gelevelt ist. Also nicht am höchsten gelevelt, aber irgendwie hat er am meisten Erfahrungspunkte irgendwie. Also er braucht am wenigsten Erfahrungspunkte, um aufzuleveln. Also ist er irgendwie am meisten gelevelt, ich weiß nicht wieso. Bin irgendwie während der ganzen Trainingssession nicht mal ein einziges Mal drin gehabt. Von da kamen wir, von hier. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt hier bei dem einen Ding. Ja, aus all jetzt ergibt es einen Kreis. Jetzt ergibt es einen Zwiegelring. Weiß ich mal, von wo ich das habe. Muss nicht. YouTuber. Kreise sind Zwiegelringe. So viel sage ich so. Okay, bin ich jetzt hier reingegangen oder nicht? Wo bin ich auf der Karte? Da. Da bin ich rüber gesprungen. Und dann kam ich dahin. So. Mal nochmal den Weg hier ab. Kann da sein, dass ich irgendwo hier so eine Tür und so mal gesehen habe, wo wir nicht durch konnten. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir können ja noch mal überall hier durchrennen. Hier ist so ein Ding, mit ich so ein Teleporter aktiviert habe, war glaube ich, ne? Aber finde ich gut, dass die Bosse machbar sind. Wir hier treffen. Das war irgendwie 20 Level wieder höher als wir, aber da ist schon wieder was. Das ist auch ein Boss, ne? Haben wir ja schon drei gleich erledigt.
So, grün ist die Geisterkugel eingesetzt. Okay. Ja, würde ich aber sagen, was auch immer da drin ist, machen wir erst im nächsten Part. Ne? Ich gehe jetzt erstmal zurück und speichere, damit wir den einen Boss hier nicht mal machen müssen, falls wir den hier nicht schaffen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder rein und hinterlasst einen Kommentar, ein Abo oder ein Like. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüssikowski.